Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen, wo wir in der letzten Folge mal wieder vom Rat unterbrochen wurden in unserer Planung, wenn ich mich richtig erinnere. Der sollte nämlich irgendwo einen Einsatz für uns haben, hier auch als Einsatz. Da sollen wir einen Ingenieur aus einer Stadt evakuieren, mal wieder. Das könnte nervig werden, wenn da doch der Dingens auftaucht. Der Attentäter. Nee. Jäger, genau. Jäger war sein Spitzname. So, dann gucken wir mal. Wen haben wir denn alles gerade dabei? So, Cypher und Outrider, Hammert, kein. Ja, weil seiner... Okay, macht Sinn. Ich würde aber gerne ein bisschen anders vorgehen. Wir haben mehr oder weniger einen Sniper hier. Macht zwar nicht den Damage, aber zerstört dadurch dafür Rüstung. So. Mox kommt mit, falls der Kerl auftaucht. Dann könnte ich halt jetzt doch noch die Route mitnehmen. Shops. Denn wir wollen ja einen Nahkampf gegen den Kerl haben. So, wir haben zwei mit Medikit, du hast noch eine Granate, du hast eine schwere Waffe, du hast eine schwere Waffe, du hast einen Geistanzug, Ausrüstung, Schirmrüstung. Und die Gefahrgutweste. Sie hat auch sogar den Rage-Anzug. Hallo Blaulicht. So. Haben wir eine schlagkräftige Truppe, mit der sollten wir kein Problem haben, den Jäger schnellstmöglich auszuschalten. Vor allem nicht mit Mox. Er mag Mox nicht. Und Mox mag ihn auch nicht. Aber hey, demnach bot es auf Gegenseitigkeit, das ist doch schön. So, dann gucken wir mal, wie sieht denn die Karte aus? Wenn der Spiel mal laden will. Und ich nicht so müde wäre, meine Güte. Wir haben eine Übertragung der höchsten Priorität vom Sprecherempfang. Der Widerstand hat hier im Gebiet eine VIP im Einsatz, die unverzüglich extrahiert werden muss. Advent-Truppen in der Nähe sind in Kampfbereitschaft. Seien Sie bereit, alle Feindkontakte auszuschalten. Sichern Sie das Gebiet und geleiten Sie die VIP in Sicherheit. Menace 1-5, schicke Zielkoordinaten. Sichern Sie die VIP und begeben Sie sich zur Evakuierungszone. Advent weiß bereits, dass wir hier sind. Ihr Evakuierungspunkt ist also nicht verborgen. Ja, das ist mir irgendwie klar. Wir haben trotzdem zwei Leute verborgen, die können dann mal ein bisschen scouten. Sieht nach feindlichen Einheiten aus. Ah, scouten erfolgreich. Befehl bestätigt. So. Ja, schade, dass die nicht auch irgendwie einen Kletterhaken haben. Das wäre sonst echt gut. Hast du denn 100% Trefferchance? Das ist ordentlich. Mit dem heftigen Schuss natürlich nicht mehr. Ja. Können uns ja trotzdem erstmal ein bisschen bewegen. Volk sagt, ich soll gehorchen. Dann tu das doch. Die Frage ist, ich habe ja keinen Heavy dabei, wobei ich indirekt einen Heavy dabei. Nachher, stimmt, er hat ja den Plasma Blaster, nicht das. Aber er hat auch das Bombardement. Dann jagen wir die mal einen Stockwerk tiefer. Ja. Das Versteckspiel ist vorbei.
Sie haben die zwar flankiert, aber sie ist noch nicht aufgefallen. Sie ignoriert ja ihre Rüstung, also... Oh. Für die Schnitter! Hey, wer hätte das gedacht? Sie fliegt nicht auf. Ach, hier haben wir die Dingens, die wir zwischendurch mal kriegen. Die Rekruten. Setze Kletterhaken ein. So, du gehst aufs Dach. Ehrlich. Mein Tod von oben. Ein Präzisionsgewehr. Hm. Okay. Naja, aber dann verschwende ich die Muni nicht für. Bang. Den habe ich ganz sicher erwischt. Weil das bändet die Runde halt auch nicht. Also. Bestätigt. Überwachung läuft. So, Mox. Ich hoffe, der Punkt erzählt jetzt volle Deckung, weil das wäre ideal. Perfekt, tut er sogar. Sonst sehen wir aber nichts an Gegnern gerade. Da ist aber noch genug Platz, also keine Panik. So. Bin schon dabei. Medic nach vorne. Nach vorne. VIP. Da hinten in die Ecke. So, die Frage ist, wo sind die nächsten Gegner? So. Langstreckenbewegung. Verstanden. Rücke aus. Da ist so ein Teil, was wir hacken können, aber noch keine weiteren Gegner. Ich meine, es sollen 12 hier rumlaufen. Ah, endlich. Bringen wir es hinter uns. Endlich, meine Freunde. Da ist er, der letzte Herrscher. Ich rücke aus. Gebe Feuerschutz. So. Ja. Wieso auch immer die auf den Dingens nicht. Sehr schön. Direkt auf den richtigen. Und es ist gar nicht mal so gut. Zorn wäre schon besser. Problem ist, dann kriegt er halt seine Aktion. Das heißt, wir warten mal noch kurz. Und los geht's. So. Schmerzen im Anflug. Ich hau jetzt einfach alles auf den Herrscher drauf, weil ich den möglichst schnell loswerden will. Ich hätte jetzt gedacht, dass der sich jetzt bewegt. Sie können jetzt gerade nur auf Reichhans schießen.
mich wieder. Das Ziel ist markiert. So. Füllen wir nur mal einen Tarnschuss ab. Sehr schön. Kritisch für 11. 14. 11. Ja. Fast. Hast du denn 60% Trefferchance? Das ist nicht so hoch. Lassen wir ihn mal kommen. Verwüsten, das ist wahrscheinlich seine Version der Feuerfedern, oder? Sieht zumindest ganz danach aus. Wäre eine Idee. Die Frage ist, was macht das so viel schlimmer? Wahrscheinlich macht es mehr Schaden, größerer Radius, eventuell mehr Einschläge. Wir sind auf 108. Ach komm, geben wir dem einfach mal. Ich liebe meine Rüstung. Ach ja. Okay, das kann er also direkt triggern. Das ist das Problem daran. Wir haben ihn gerade erledigt. Warren hat sie zäher gemacht, aber nicht genug, um gegen uns zu bestehen. Gute Arbeit, Leute. Ich brenne schon darauf, das Objekt zu untersuchen, sobald es ins Labor gebracht wurde. Wir können uns auch über Warrens existierende Experimente zunutze machen, denn ich habe nicht vor, sie selbst zu wiederholen. Commander, das war der letzte von Ihnen. Drei fehlgeschlagene Forschungsexperimente. Drei Alien-Gebieter, erfolgreich ausgeschaltet. Zumindest wissen wir, dass Valen noch immer da draußen ist und konnten einige neue Ausrüstungsgegenstände beschaffen. Keine schlechte Beute, würde ich sagen. Ja, so, du bist ein betäubt, dann geh mal da weg. Ja, Feuerschutz, verdammt, Mist. Das könnte wehtun. Ja, sag ich ja. So. Unsere Sniper macht halt einfach noch nicht genug Schaden. Toll. Leicht vorbei. Nicht nur leicht. So, eigentlich hätte ich ja gerne, dass er einen Kill kriegt. Rücke vor zum Ziel. Dir. So. Ja, guck mal, verfall in einen Kampf raus. So what? Mein Leben liegt in ihren Händen. Da oben hängt ja auch noch einer. Hm. Sehr schön. War zwar nur ein Streifschuss, aber es reicht. So, Mux. Wow. Die Peitsche hat echt keine gute Trefferchance. Ja. Aber gut, das ist halt, ne, dafür kostet sie keine Aktion und so weiter und so fort. Darf noch mal schießen, weil er hatte gerade eben eine Stecher-Bonus-Aktion. Draufhalten, Bonus, gib ihm. Perfekt. So, du schaltest den aus. Volk lässt grüßen. Oh.
Der gute Volk. Du gehst mal dahin. Jetzt sind wir 3, 3 plus 1, also 7 Leute. Halte die Augen offen. Sind wir los. Es fehlen aber noch ein paar. So. Als nächstes würde ich gerne kurz mit der Medic mal checken, was sich hinter diesem Wachturm da befindet. Ob sich da was Interessantes befindet. Und sie sollte sich vielleicht mal kurz heilen, falls da noch mehr Gegner kommen. Kommt aber zumindest der Dingens nicht. Ich werde gleich geröstet. Du müsstest doch eh immun sein, weil du hast ein Medikit. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, ob Medikit nur gegen Gifte wirkt oder halt auch gegen andere Umwelteffekte wie Brennen und so. Da ist keine Wand mehr, das stört mich jetzt so ein bisschen. Ich würde die ungern ohne Deckung lassen. Jetzt komme ich. So, du kannst das Ding mal hacken. Ich sehe es mir an. Nicht, dass sie einen sonderlich hohen Hackwert hat, aber... Ah. Okay, sie braucht keinen guten Hackwert. Und wenn eine feindliche Verstärkung gerufen wird, mein Gott. Ja, noch nicht mal. Sehr gut. Damit ist der Bereich auch gesichert. Sprich, meine Leute können da jetzt problemlos durch. Das klang fast so wie ein Newton, der da sich rumstapft. Ganz allein für sich. Ich mache mich wie auf den wär's, wenn du mal... Alien-Patrouille gesichtet. Okay. So. Ich würde nämlich gerne wissen, ob da oben noch wer ist. Ja. Da sind noch Gegner. Das war zu erwarten. So viel Rüstung, das müsste ja schon fast ein Andromedon sein. Ein Andromedon mit dabei? Ich habe nicht drauf geachtet. So, Mox. Du gehst mal dahin. Siehst du die Gegner da hinten? Nein. Verdammt. Dann wartest du eine Runde. Ich erwarte sie. Und du gehst... Brücke vor. Hin. Optik für Feuerschutz kalibriert. Du bleibst da und du gehst in Deckung. Bestätigt. Brücke aus. Ja, toll. Na gut, ich hab sie doch noch getriggert. Schade, hätte er jetzt getroffen, wäre der vielleicht sogar tot. So, dann wäre der wahrscheinlich tot. Was hast du denn für eine Trefferschuss? Okay, verschwindend. Was heißt verschwindend, aber die ist nicht gut. Das hast du früh bemerkt. So, Mox wird gerade markiert. Das ist nicht nett. Hey. Unhöflich. Gut, dass der so viel Rüstung hat. So, Cypher. Du heilst dich mal eben. Na los, heilen! Das zum einen. Zum anderen... Na komm. Fehlschuss. Das ist nicht gut. Das ist schon besser. Genau so. Jo. Damit darfst du mal
dahin laufen. So. So, einmal mit der Übersteuerung bitte dahin laufen. Dann einmal dahin. Schon durch die Wand durch. Seine Deckung dadurch zerlegen. Advent-Position bestätigt. Ja, das war noch einmal. Ein Schildträger. Das ist uncool. So. Das ist ja fast schon eine Trefferchance. Jawohl, Commander. Der auch, wow. Ja, der kommt aber nicht weit genug dran. So, er hat ja eine Zusatzaktion bekommen. Weil er Ziel einer Aktion war. Problem ist, ich hätte halt gern den Schildträger von denen ausgeschaltet, aber ich glaube, das wird nichts. Ich werde dich immer finden. Wechsle Position. So, was sei denn, was hast du denn für eine Trefferchance? 86 mit Verbannen, dann dementsprechend noch weniger, ne? 71. Dies wird dein Ende sein. Toll. Danke. Das jetzt noch einmal wiederholen. Perfekt. Ich habe nämlich keine Lust auf den. Ah, lol. Sie schießt danach weiter? Okay, das ist mir auch neu. Finde ich gut. Versuchen wir den mal einzufrieren, ne? Perfekt. Wurde entdeckt. Und solange er eingefroren ist, eng. Es gibt kein Versteck. Das Problem ist, der ist jetzt wahrscheinlich dann nicht eingefroren. Würde mich zumindest nicht wundern. Gehst du mal bitte da oben hin. Bist du nämlich aus der Schusslinie raus. So, Lady. Begebe mich zur Zielposition. Ach, verdammt. Okay, das ist schlecht. Ach, alles gut. Nur ein Streifschuss. Du lebst noch und du kannst noch schießen. Sie hat eine Zigarre im Mund. Das ist so klischeehaft, das ist schon fast wieder lustig. Der setzt jetzt seine Granaten ein. Natürlich setzt er sie. Okay. Kann ich mit leben. Die Flanken schützen! Da kann ich mit leben. So, schalten wir den mal aus. Der steht noch. Okay, ich weiß, wer ihn ausschalten darf. Du gerade nicht. Bewegung eingeleitet. Entschuldigung. So, 100% Chance. Terminiert. Es fehlt immer noch ein Level up, aber gut. Lade Munition nach.
So, nutzt zwar die Blutspur nicht, aber zerlegt die Rüstung. Zielobjekte gesichtet. Sehr schön. Feindliches Ziel erledigt. Oh, nice, Stecher. Dann gehst du dahin. Toll, zwei fortschrittliche, drei fortschrittliche Waffenverbesserungen und eine überragende PKS. Zielpaket lokalisiert. Setze Kletterhaken ein. So, du gehst da hoch. Wartest erstmal. Überwachung läuft. Du gehst da einfach hoch. Ox geht auch mal hoch. Taste gedrückt. Positioniere mich neu. Oh ne, doch nicht. Er musste nur warten, bis die Zivilistin da ist. Die ich dann nochmal direkt. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Endlich. Was ist da drüben? So. Und Klitter kommst du auch noch da hoch. So, Cypher. Nach oben. Wird gemacht. Okay, die Dings ist raus, die Server. Effizienz bei 100%. Rücke vor. Zu dieser Position. Wird schon nichts passieren. So. Alle mal nach Hause. Ich haue ab. Lufttransport läuft. Evakuierung bestätigt. Kehre zur Leuchtzuweisung. Evakuierung bestätigt. Sehr schön. Ist ja relativ glatt gelaufen. Zwei Verletzte. Der Rekrut ist leider tot, aber versaut mir nur die Statistik. Ups. Aber sonst alles gut. Gentherapiekliniken sind morgen aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Erste Berichte, Aktivitäten der Grund für die Schließung seien, wurden als Propaganda der Radikale. Natürlich. Es freut mich, dass unsere Kooperation mit den Widerstandsfraktionen. Aber Mox wurde auch leicht verwundert, verdammt. Ihre Soldaten scheinen mir eine große Hilfe zu sein. Nachdem wir nun eines von Dr. Valens Testsubjekten geborgen haben, werde ich unverzüglich mit der Autopsie des Exemplars beginnen, sobald Sie den Befehl dazu geben, Commander. Ja. Unter allen Testsubjekten von Valen zeigt die Archon-Variante die stärkste Ähnlichkeit zu seiner Vorgängerspezies. Wie wir wissen, kann der äußere Schein trügerisch sein, sodass wir diese Kreatur selbst nach ihrem Tod nicht unterschätzen sollten. Es war wahrscheinlich auch einfach ihr erstes Experiment. Dr. Valen hat es geschafft, die wichtigen Systeme dieser Kreatur zu verbessern und dabei die zweifelsfrei von den Aliens sorgfältig ausgearbeitete Erscheinung zu erhalten. Dieses Exemplar scheint zwar der bekannten Standard-Archon-Variante zu ähneln, doch es verfügt über hervorragende Flugfähigkeiten, die alles übertreffen, was uns bisher begegnet ist. Es könnte möglich sein, diese Technik für einen flugfähigen Anzug zu verwenden. Oho, meine Sniper kriegen was Schönes. Vor allem, wenn der so funktioniert wie im ersten Teil, dass man einfach irgendwo in die Luft fliegt und dadurch einfach den Bonus auf erhöhte Positionen geschenkt bekommt. Die sind noch bei den verschlüsselten Codex-Daten dran. Das möchte ich dann jetzt nicht unterbrechen. Nicht jetzt. So, wo sind wir dran? Wir wollten hier den Kontakt herstellen. Genau, das war der Plan. Habe ich Sie nicht davor gewarnt, nach den Anweisungen der Ältesten zu streben? Sie lassen halt die Schnauze. Wahl. Ihre Soldaten müssen den Preis dafür bezahlen. Wir hatten auch schon lange nicht mehr, dass irgendjemand von denen gefangen genommen wurde. Schreddersturmkanone. Ja, uninteressant. Kampfintelligenz. Verbessert. Sehr gut. So, was können wir denn noch machen? Fähigkeitspunkte verdienen. Das ist immer gut. Zielsicherheit. Wen schicken wir da denn mal hin? Ist jetzt die Frage. Eigentlich Latten, ne? Ich würde ja gerne sie schicken, aber mich hat sie mittlerweile. Aber wobei, schicken wir sie trotzdem nochmal, weil sie ja auch den heftigen Schuss hat. 25 Informationen mit
zahle ich gerne. Und dann schicken wir noch irgendeinen Soldaten mit. Komm hier. Für euch, weil... Warum nicht? Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. Das hoffe ich auch. So. Gucken wir mal. Central, Commander, ausgezeichnet. Meine Analyse der fragmentierten Codex-Daten ist fast fertig. Die Informationen, die ich gefunden habe, überwiegen bei weitem den Verlust der Schattenkammer. Sehen Sie. Ist das... ein Ältester? Ich habe mindestens ein Jahrzehnt keinen gesehen. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt warum. Die Ältesten scheinen unter einer aggressiven Form des Gewebeschwunds zu leiden. Rapider Muskelabbau, den ich so nicht für möglich gehalten hätte. Sie sterben also? Unsere Arbeit ist wohl gerade etwas einfacher geworden. Wie bei allem in Bezug auf die Ältesten ist es leider nicht ganz so einfach. Die Ältesten suchen schon seit Jahrhunderten verzweifelt nach einem Heilmittel. Jedes Mal, wenn sie eine neue Spezies entdeckten, sicherten sie so viele genetische Daten und Material, wie sie brauchten, und reisten zur nächsten Welt. Bis jetzt. Ich glaube, sie haben in uns etwas gefunden. Etwas, das so wichtig ist, dass sie hier Wurzeln schlagen. Ein Heilmittel? Das weiß ich noch nicht so genau. Mehrere Schlüsseldateien wurden bereits gelöscht. Im Zuge einer sogenannten Avatar-Direktive. Avatar. Wir brauchen diese Dateien. Hätte ich Zugriff auf einen voll funktionsfähigen Codex, könnte ich die Daten vielleicht bergen. Oder dieses Mal das ganze Schiff hochjagen. Dafür brauche ich die Kreatur nicht hier, Bradford. Ich bin sicher, dass ich aus der Ferne auf sie zugreifen kann. Jetzt muss man, solange ihre Soldaten im Kampf nahe genug an sie herankommen, ohne sie zu zerstören. Das kriegen wir hin, Doktor. Jo. Dringens Alien-Netzwerk ein. Setze den Schädelstecker gegen einen Codex ein. Ja, das wissen wir schon. Hätten wir alle Hände voll zu tun, Commander. Ja, wenn euch die Texte interessieren, die kennen wir schon vom letzten Mal. So, ich will die... Diese Spezies hat mich schon immer ganz besonders fasziniert, seit ich ihr das erste Mal bei meinen Reisen begegnet bin. Ich kannte zwar die biomechanischen Schrecken, die von den Aliens bei der ersten Invasion eingesetzt wurden, aber diese Kreaturen scheinen völlig anders zu sein. Diese Kreatur umgibt ein gewisses Flair, welches den Aliens sonst gänzlich fehlt, und scheint über einen großen Intellekt zu verfügen, auch wenn dieser durch den starken Griff der Ältesten maskiert wird. Ja, die Archons sind schon was Besonderes. So, ich würde aber sagen, die... Zum Trotz glaube ich kaum, dass wir mit einer weniger aggressiven Vorgehensweise noch mehr Informationen aus dem ersten Codex herausbekommen hätten. Wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass unsere Soldaten kein Problem damit haben, den Schädelstecker gegen den nächsten Codex einzusetzen, dem sie im Kampf begegnen. Nö, denke ich auch nicht. So, ich würde sagen... Zumindest lange genug, um das Advent-Netzwerk zu hacken. Die Schwierigkeit wird sein, unsere Soldaten davon zu überzeugen, das Ding nicht sofort bei Sichtkontakt zu töten. Niemand brennt darauf, diese obskure Alien-Spezies nah an sich heranzulassen. Außer den Rangern vielleicht. Ja, aber nee. Das mache ich nicht mit Ranger. Ich würde sagen, wir machen aber hier Schluss. Nachher um 15 Uhr gehen wir mal kurz noch mal ins Trainingszentrum und gucken mal, was wir noch so an Fähigkeitspunkten für unsere Soldaten haben. Denn das sind ja mittlerweile wieder ein paar geworden und vielleicht finden wir noch die eine oder andere interessante Fähigkeit, die wir freischalten können. Bis dahin würde ich aber sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann, bis gleich. Ciao, Freunde.